Jahrelang war er geschlossen, der Originaldrehort der Kultserie um eine Hoteliersfamilie im Schwarzwald. Waldhotel Forellenhof, guten Morgen. Die Serie damals war ein Riesenerfolg. Sie war eine Familienserie, wie man sie sich damals vorstellte. Und sie war eine der Serien, die dann später auch den Begriff der Heile-Welt-Serie geprägt haben. Ein junges Paar übernahm den verwahrlosten Gasthof. Seitdem kommen die Gäste wieder. Für den Nachruhm einer unvergesslichen Serie. Die natürlich auch der junge Hotelier auswendig kennt. Wir wollten immer ein Haus mit Geschichte, um was leben zu können, um Werte zu haben. Hier jetzt zum Beispiel auch diese Gemütlichkeit, eben diese Wohlfühlatmosphäre wieder aufleben zu lassen. Morgen, Herr Buchner. Morgen, Karl. Schönes Wetter heute, was? Man findet eigentlich im Film für damals schon relativ viele Dinge, die ähnlich sind wie heute auch noch. Abstellen, das Benzin ist unten. Einer der Hauptdarsteller von damals erinnert sich. Und es war ja ein absolutes Straßenfeger, das muss man schon sagen. Die Leute waren alle am Fernsehapparat und haben zugeschaut. Dass ich nirgends mehr hingehen konnte, ohne dass sich einfach alle Leute umdrehten. Für Baden-Baden war der Forellenhof immer was Besonderes. Durch die Serie, die hier gedreht worden ist, wurde er noch besonderer. Und es ist eigentlich so die Seele, ja. Wir haben heute 36 Pensionsbeginns. So ähnlich wie damals geht's auch heute zu. Wir brauchen. Was brauchen wir, Schatz? Nichts. Gute Nerven. Ich glaube, wir sind beide verrückt, sonst würden wir das hier nicht machen. Jahrelang war das Hotel komplett geschlossen, aufgegeben von den Besitzern. Dieses junge Paar hat sich getraut, es zu pachten. Und es ist der dritte Tag der Wiedereröffnung. Wollt ihr mein Knie beten? Ja, vorne am Haken. Wir machen die Kuchen und Torten machen wir ja alle selber. Also da haben wir jetzt beispielsweise schon einen Linzer und eine und Apfel fertig, Apfelstreusel und ja, Schwarzwälder Kirschen meine ich jeden Tag frisch. Schokoladenboden. Also wir kennen uns jetzt schon 7 Jahre und zusammen sind wir jetzt 4 Jahre und 3 Jahre wohnen wir schon zusammen. Ich gehe nach Frühstücksbettchen. Und aber das stellt die Beziehung jetzt schon auch irgendwo auf eine Herausforderung, weil wir haben uns jetzt die letzten Wochen entweder schlafen gesehen oder mal 5 Minuten. Also es ist dann schon, wenn man mal zusammen essen möchte, dann klingelt das Telefon hier, dann steht ein Lieferant vorne. Das macht riesig Spaß. Das ist ja das Abwechslungsreiche ist so schön, weil immer passiert was anderes. Psst, nicht so laut, Herrschaften. Die Gäste schlafen ja noch. Einmal müssen wir anfangen, Herr Buchner. Heute kommt der Forellenhof als erster dran und morgen ein anderer, nicht? Ja, ist schon gut. Habt ihr Mineralwasser mitgebracht und Obstsäfte? Kann man nein tun. Noch schlagen sie sich fast täglich mit kleinen oder größeren Missgeschicken herum. Also in der Serie, da stand ja einmal der Wasserunterkeller, weil sie die irgendwas am Wasserhahn rumgeschraubt haben und dann ist das Wasserrohr geplatzt. Und ich habe gesagt, kurz bevor wir aufgemacht haben, uns kann das auch noch passieren. Weil, also uns wurden schon viele Steine in den Weg gelegt, weil wenn man hier irgendwo einen Fehler entdeckt und den beheben will, zum Beispiel jetzt bei einer Steckdose, ist die Steckdose angebrochen. Da wollten wir eine neue hinmachen. Jetzt waren da dahinter nicht mal mehr die Kabel dran. Ja, das war der Richtige! Also wir werden bestimmt auch mal irgendwann im Keller voller Wasser stehen. Das glaube ich fest, ja. Hinter den Kulissen der Dreharbeiten. Ein Bühnenbauer darf ausprobieren, ob die Szene mit dem Wasserrohrbruch auch klappt. An einer Wand aus Sperrholz und Gips. Gedreht natürlich nicht im Hotel. Im Hotel, wo wir das gedreht haben. Nachdem die ersten 3 Folgen gesehen hat, waren die so sauer. Die wollten uns schon nicht mehr drehen lassen aus. Weil die gedacht haben, das sieht ja überhaupt nicht so aus wie bei uns drin. Das ist total, das ist unmöglich. Die waren von Herzen schockiert über diese Filme.
Und dann kamen die Leute und stürmten. Und von da an, was, dreht, bitte dreht. Also dieser Unterschied war so gewaltig. 80, 57, die erste. Warten, Achtung. Eine illustre Schauspielerriege hatte der Südwestfunk damals zusammenbekommen. Hans Söhnke, einer der großen Uferstars, war der Hotelpatriarch Otto Buchner. Jane Tilden, seine Frau. Charlie, wir brauchen hier noch ein Gedeck. Ja, schön. Komm her, mein Junge. Ich nehme in die Mitte. Das ist eines der seltenen Mittagessen, wo wir alle vollzählig beieinander sind. Entschuldigung, wenn ich aber so hören will. Ja, pass auf. Junge, du musst bis hier rum. Eine war bereits ein bekanntes Fernsehgesicht durch die allererste Südwestfunk-Familienserie Alle meine Tiere. Sie möchten wissen, was hier gespielt wird? Moment mal. Lass mich bitte mal durch, ja? Zunächst muss ich mich Ihnen ja vorstellen. Sie kennen mich? Die Tilly Lauenstein, die habe ich dann immer wieder engagiert. Die ist eine so hinreißende Frau auch. Und so abstrus komisch. Also auch im Leben. Und die bringt das auch hemmungslos und ohne jede Angst. Entschuldige. Bitte nach Ihnen, meine Damen. Ich wollte nur meinen Aschenbecher auskippen. Ich auch. Und das können wir ja wohl zusammen. Keinerlei Starallüren oder so, sondern großartig. Also das ist eine Schauspielerin, mit der es irrsinnig Spaß gemacht hat. Also dann, gute Nacht. Klaus. Willst du noch eine Zigarette mit mir rauchen? Ach, eigentlich, naja, gib schon her. Ist zwar ein Laster, aber... Geraucht wurde immer. Und überall. Dankeschön. Eigentlich können wir auch zusammen noch einen Schluck trinken. Jörg ist ganz gut. Und getrunken auch. Irgendwo gab's immer ein Schnäpschen. Wermut? Na, wenn, dann einen Cognac, aber nur so einen ganz, ganz kleinen Schlaftrunk, hörst du? Ich muss ja morgen wieder sehr früh raus. Ach was, wer weiß, wann ich wiederkomme. Da war ich kurz nach 20 halt. Also da haben wir ja gerade irgendwie das Fernsehen erfunden. Und der Freudenhof war ja ein unerwarteter und unglaublicher Erfolg damals. Das ist ja, wenn man es genau betrachtet, die Mutter aller Fernsehserien geworden, der Deutschen. Und die Fans können endlich wieder hierher pilgern und in Erinnerungen schwelgen. Und die ehemalige Angestellte, die ist 100 Jahre alt und die ist mit der Kutsche und mit dem Festzug abgeholt worden, hat die 100. im Farello feiert. Ja, ja. Da hat die Kapelle aufgespielt und so, also es war ganz toll. Gott, ach, ja, ja. Ursula, ich bin, bewundere dich. Ja gut, ich sage, die hat mir gefallen, als ich weiß ja nämlich so viele Details. Also, bist du so aufgewachsen? Ist ja auch schon so, lang her, ja. Die Küchenszenen wurden allerdings ganz woanders gedreht, in einem Gasthaus im badischen Rebland. Setzt das Eis nicht wieder so spät an? Ich gehe gleich ran. Kochen und Fernsehen. Habt ihr genug Kirschen zum Garnieren? Es ist einer der ersten Belege, wie gut das zusammengeht. Schon damals. Das ist was ganz anderes. Was haben Sie denn da noch hineingetan? Englischen Senf. Das gibt Schärfe und verdeckt nicht den Charakter. Ist es die Kraft? Die Kaufiltern, die haben so ein Schafft es. Mmh. Oh, Wahnsinn. Fein. Schön kräftig, so wie es sein muss. Ja. Winterkraft super. Sehr schön. Dann kann es losgehen. Das war ja lang zu. Ich habe das ja irgendwie immer beobachtet, irgendwie beim Vorbeifahren. Ist eigentlich schade. Und ich denke, der Herr Vetter hat das Richtige gemacht. Ja, der steckt sein ganzes Herzblut rein. Und wir machen das natürlich in der Küche auch. Weil das merkt der Gast. Und wir merken ja jetzt, das sind einfach nicht nur, dass gut gegessen haben, sondern der Aha-Effekt ist da. Und das ist schön. Und doch gibt es eigentlich täglich Heimsuchungen aller Art. Tag? Ja? Das Kabel geht ins Dach? Ja. Aber es kommt nicht mehr runter? Im zweiten Stock. Das heißt, wir legen jetzt ein neues? Das ist die Frage, ob man da eins legen kann, weil da ist eine Rigipsdecke drin, die ist zu, da gibt es keine Revisionsklappe. Ich wollte eigentlich wegen der Brandschutzanlage das Haus abreißen, aber... Das müssen wir uns oben gleich mal anschauen. Kommst du dann zum Frühstück? Ja. Das heißt, wir müssen im zweiten... Mit den Kabeln durch nach oben. Oliver muss sich um die Vorschriften für den Brandschutz kümmern. Und Madeleine hofft, dass sie nicht wieder alleine frühstücken muss. Es ist schon kurz vor Mittag, ganz wie in der Serie eben. So, jetzt habe ich aber wirklich genug. Jeden Morgen dasselbe. Kein Mensch ist pünktlich. Lisa, ich fange an. Otto Buchner wartet auch meist vergebens. Bitte? Danke. Ich hab schon alles nachgeguckt, ob das Kabel irgendwo durchgehen kann. Jetzt sind wir bleiben auch von nichts verschont.
Was ist da? Von den vier Sirenen, die da sind, laufen zwei nicht. Entweder sind die kaputt oder das Kabel ist kaputt. Mhm. Können wir entweder alles abmontieren? Ja, das war so wenig wie möglich. Weil das Kabel geht halt irgendwo hoch in die Zwischendecke. Ja, macht's wie er wollt. Es muss halt irgendwie gehen. Vor allem muss das Ding heute Abend laufen. Schatz? Vieles aus der Serie sei wie heute, sagt Madeleine. Vielen Dank für den Kaffee. Wiedersehen. Wiedersehen. Morgen, Vater. Nur schnell einen Schluck Kaffee. Oh, gestattest du? Ja, ja. Furchtbar nett, danke. Muss noch erst Christa zur Schule fahren. Also bis nachher. Ich komme gleich zurück. Was sagen Sie dazu, Lisa? Jetzt schenke ich mir die dritte Tasse Kaffee ein, ohne dass ich einen Schluck getrunken habe. Die kamen ja irgendwo alle vom Film, also aus der Uferzeit. Und das war eine Zeit zwischen 1920 und 1945. Und die Ufer hatte sich als Aufgabe gestellt, wir machen Filme, die A, ein Happy End haben und B, glanzvoll sind. Die Leute sind prächtig angezogen. Selbst der Mann, der mit dem Schlafanzug aus dem Bett kommt, hat einen gebügelten Schlafanzug an. Und es war alles so schnieke. Aber wenn man aus den 60er Jahren kommt wie ich, dann fand man das toll. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Anna! Das ist ja eine entzückende Lotterwirtschaft. Währenddem ich unten verzweifelt und schlaflos zwischen zwei schnarchenden Männern liege und an Gift und Mord denke, sitzt ihr hier oben und feiert Orgien? Ich will sofort einen Cognac. Die Anne Tilden, die Anne habe ich geliebt. Die hat bei mir dann auch noch in ein, zwei Filmen, in denen ich Regie geführt habe, hat sie auch noch mitgespielt. Nein, Anne Tilden war eine großartige Frau und auch eine fantastische Schauspielerin. Alle übrigens, die da mitspielen, waren hervorragend. Oh Mama, das ist aber fein. Mäuschen. Dich hat der Schreck aber verdammt schnell hergejagt. Das war halt eine richtige frauliche Frau, die Anne Till. Ohne jede Allüren auch. Die war eigentlich so meine Lieblingsdarstellerin, ja. Wo sie mit dem Käfer um die Ecke fährt, ist schon schön. Aber was halt auch schön ist, ist, wie die sich auch die Zeit für sich nehmen. Wie sie zusammen am Schreibtisch knutschen und halt Spaß haben. Wenn man sieht, dass sie halt auch so ähnlich sind. Noch was, noch was. Dass du in 50 Jahren immer noch eine entzückende, liebenswerte und wunderbar funktionierende Frau sein wirst. Und dass ich... Sönker war der Patriarch der Serie. Oh, du. Er wurde natürlich als Star hofiert, ist ja ganz klar. Aber wir waren ja im Rebellenalter. Also ist ganz klar, dass wir da einfach ein bisschen anderer Meinung waren als er. Aber das hat er logischerweise akzeptieren müssen, ist ja klar. Manchmal hat er, glaube ich, ein bisschen geschluckt, aber ging schon. Und er war ja sehr gut. Auch gerade für die Rolle, die er gespielt hat. Und ich verwahre mich gegen deinen verdammt geistigen Hochmut, mit dem du alles abtust, was nicht in den Stil deines Lebens und deinen künstlerischen Neigungen hineinpasst. Das tue ich ja gar nicht, Vater. Ich bin kein Snob. Ja, wahrscheinlich doch. Der Konflikt zwischen Vater und Sohn in der Serie war auch die Rebellion der Jungen gegen Opas Kino. Obwohl, vor einem Vertreter der Ufa-Tradition wie Hans Sönker hatten sie Riesenrespekt. Du bist in diesem Punkt wirklich empfindlich. Weil ich deine Einstellung kenne, danke. Die Ufa ist das Hollywood von heute. Hätte Deutschland nicht diesen Herrn mit dem Schnurrbart gebracht, der die alle entweder vertrieben hat oder halt dann umgebracht. Hätte man das da behalten, wären wir das jetzt. Einige hier am Drehort, zum Beispiel der Regisseur, kamen noch aus der alten ruhmreichen Ufa, prägten den Stil der ersten Serien. Und wir hatten ja die besten Schauspieler, wir hatten ja die großartigen Regisseure zu der Zeit. Und die haben dann in Hollywood aufgebaut. Haben hinterher nicht mehr erlaubt, logischerweise, dass der deutsche Film hochkommt. Ganze viele Jahre lang musste der deutsche Film auf dieser Heimatspielfilmebene brauchen. Und das war dann ja auch die Chance des Fernsehens. Komm, sitz mal. Oh, was heute los? Schon geschmiert? Ausnahmsweise. Ja. Dritter Versuch fürs gemeinsame Frühstück. Hast du das geklärt mit dem Dach oben, mit dem Kabel? Mit dem Kabel? Na, da muss doch die Tapete wegmachen. Ach so, nee. Ich geh hoch, sonst kann der auch nicht weitermachen.
Ja, und unser Frühstück? Nein, ich komme gleich. Das ist wie in der Szene im Forellenhof. Kaum sitzt man am Tisch, klingelt das Telefon, ein Handwerker steht da, es gibt wieder irgendwo anders ein Problem, wo man halt sofort, und am liebsten möchte man halt alles immer sofort erledigen. Und meistens geht's halt nicht. Haben die Kinder schon gefrühstückt? Du, ich weiß nicht, ob man das Frühstück nennen kann. Sie haben mir zwar guten Morgen gesagt und haben mir meinen Kaffee weggetrunken. Ach ja, aber sei so lieb, ich habe nämlich gar keine Zeit. Das ist heute wieder ein Tag. Was ist denn? Schrecklich, der fängt gut an. Die Wäscherei hat nicht geliefert. Ein Bügelzimmer ist Kurzschluss. Die Dusche in Nummer 3 ist kaputt. Ja, weiß ich. Von den Zimmermädchen fällt die Steffi aus, weil ihr Bruder heiratet. Und die Rosi, die ist zwar aufgestanden, aber hat sich wieder niedergelegt. Krank. Der kriegt das Kabel nicht durch den zweiten Stock und auch nicht durchs Dach. Da oben liegen gar keine Kabel. Ja, die Reisen, hast du einen Schlüssel? Nee, im Büro. Wo? Können wir jetzt kurz frühstücken? Nein, ich muss jetzt den Bob anrufen wegen dem Kabel. Der reißt uns das halbe Haus ab wegen seinem scheiß Brandmelder. Wir haben uns halt aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Er guckt mir um die Zimmer, ich bin mehr administrativ, kümmere mich um die Buchungsportale. Und da rennt so jeder irgendwo seinem Terminkalender hinterher. Und da sehen wir uns mal kurz irgendwie im Aufzug, wo wir uns dann mal kurz umarmen oder mal in der Küche. Und manchmal muss ich ihn auch bremsen und zurückholen, weil dann verrauscht er an mir vorbei, wie wenn ich überhaupt nicht da wäre. Und dann sage ich immer, komm mal her, gib mir einen Kuss. Und dass das halt nicht auf der Strecke bleibt. Ja. Also da müssen wir uns aber, ich glaube, das pendelt sich jetzt auch irgendwo ein mit der Zeit. Ja, aber willst du wenigstens was essen? Ich habe doch jetzt keine Ruhe zum Frühstück, ich muss in die Küche. Also darf ich dir wenigstens eine Tasse Kaffee einschenken? Ja, danke, aber nur einen Schluck, danke. Ohne alles, danke schön, ich von dir. Mhm. Bitte. Hunger habe ich keinen, entschuldige. Vielleicht später, aber entschuldige, Otto, ich habe noch so entsetzlich viel zu tun. Ja, ja. Lass dir wenigstens nicht Appetit verderben. Wiedersehen, bis später. Wiedersehen, bis gleich. So, das habe ich mir doch genau gedacht. Walter! Ja, Bobi? Frischen Kaffee. Ja. Schwarz. Mhm. Aber bitter. Ja, wenn man den ganzen Tag im Haus rumrennt, ist der Tee bitter. Könntest du einen Beutel mal rausnehmen? Bin ich für dich zuständig? Ja. Es fehlt halt hier noch so ein bisschen System und Ordnung. Der erste Tag, wir wussten nicht, wo sind Kugelschreiber. Das sind die einfachsten Dinge. Wo sind Servietten? Wo ist überhaupt das Spülmittel, um den Tisch abzuputzen? Wo sind die ganzen Kleinigkeiten? Die haben halt noch keinen festen Ort, wo man sagen kann, naja, Schatz, da ist jetzt, die Lappen sind hinten im... Die haben einen festen Ort. Nur jeder von den sechs, acht Mitarbeitern hat seinen eigenen Ort dafür. Ja. Und dann findet es natürlich der andere nicht mehr. Also ich suche jeden Morgen eine halbe Stunde Feuerzeug zum Karlofen anmachen. Und das wird sich jetzt in den nächsten Tagen geben. Da hat jeder sein Körbchen und dann kommt es da rein. Und ja, die Struktur ist natürlich bei einer Neueröffnung noch nicht da, wie wenn wir einen Betrieb haben, wo 10 Jahre läuft. Das ist auch klar. Die Teelichter stehen da oben, Schatz. Ich stelle jeden Tag irgendwo was anderes hin, sodass ich es nicht mehr finde. Und dann behauptet er hinterher, ich bin wer. Herr Meier, wo haben Sie die Teelichter hingestellt? Die habe ich vorne in der Bar. An der Bar, Schatz. Aha. Wie gut, dass ihr alle einen unterschiedlichen Platz habt. So jung sie sind, Oliver und Madeleine haben ihr Metier von Grund auf gelernt. Angefangen in kleinen, feinen Hotels, bis zuletzt im legendären Grand Hotel Brenners. Von jedem Hotel nimmt man was mit. Das Kleine passt natürlich jetzt hier wieder gut drauf. Aber der Umgang mit dem Gast und für einen Gast da zu sein und die, ja, auch die Liebe zum Detail, da kommt bestimmt ein Riesenteil vom Brenners. Kerzen müssen alle brennen, die Blümchen müssen stimmen, da darf nichts welk sein, da muss der Eindruck und dann auch nicht nur der erste, sondern auch beim Hinsitzen und länger da sein, muss es einfach, ja, Wohnzimmeratmosphäre. Wir wollen, dass der Gast ein Stück weit ankommt. Deswegen sind die Kachelöfen immer an jetzt, die Kerzchen sind nachher an und dann ist das einfach so eine geborgene Atmosphäre. Wenn also mal vorne jemand Tür zumachen würde, dann wäre das Ganze noch besser. Weil wir heizen nämlich halb Baden-Baden mit. Hier im Südwestfunk Baden-Baden wurde der Forellenhof ersonnen. Nach dem ersten großen Erfolg mit der Familienserie Alle meine Tiere setzte der Sender auf denselben Drehbuchschreiber, Heinz Oskar Wuttig. Und die Frage damals war, welches Umfeld liefert die besten Geschichten für eine neue Serie?
Großgaragenbetrieb, Grundstücksmakler, nein, das ist wohl nichts. Dann ist... Sag mal, Heinz, wir sind doch hier in Baden-Baden. Baden-Baden ist eine ausgesprochene Hotelstadt. Ja. Baden-Baden lebt von seinen Hotels. Und Hotel ist doch eigentlich immer ein sehr interessantes Milieu. Du, das ist eine großartige Idee. Und so kam es, dass ein damals blutjunger Mann an die Kamera gerufen wurde. Adalbert Plicker, später Ehemann von Gabi Dohm, bekam hier seine erste große Chance. Ich fühle mich in eine andere Welt versetzt. Ich stehe jetzt hier und bin plötzlich 50 Jahre jünger. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Nicht? Wir haben hier also gearbeitet mit einem großen Team. Wenn ich euch jetzt so sehe, wird zu zweit. Ja, das ist eine andere Welt. Nicht? Und damals, da war das, ja, es war was ganz Besonderes. Gerade hier in Baden-Baden, all die Schauspieler, die kamen, Herr Söhnker und Arne Tilden, so hieß sie. Und noch so viele junge Leute auch, die anders, Helge anders. Und wir waren eine Familie. Trotzdem haben wir stark gearbeitet und wir haben viel gearbeitet und haben auch große Geräte aufbauen müssen. Es war also nicht so, dass man ja, mit der Kamera kam und sagt, so läuft und du machst mal. Nicht? So war es nicht. Nicht? Also wir haben mühsames gebaut und die Schienen wurden verlegt und dann hatten wir wieder Pause. Dann kam wieder die Beleuchtung, dann hieß es, Moment. Ja, das, ich wusste schon. Na gut, haben wir gewartet und dann drehen wir wieder. Ja, wir drehen. Die Terrasse vor dem Gasthof kannte bald jeder. Ist ja doch noch ganz schön. Ach du liebe Zeit, jetzt kriege ich auch noch Besuch. Entschuldigung. Tante Ruth. Ja? Du bitte sei doch so lieb und nimm die beiden Tische da vorne noch mit. Ja. Da ist jemand für mich. Wer denn? Rolf Volkmar aus meiner Klasse. Netter Junge, ich komme gleich wieder, ja? Das hier vorne vor dem Forellenhof war eigentlich der Hauptaktionsort. Hier kamen die Gäste, hier gingen die Gäste, alle... Begegnungen mit Autos und so weiter, die fanden hier statt. Und wir haben also hier runtergespielt und viele Aufnahmen haben wir von unten hoch gemacht, weil man dann natürlich wunderbar das Hotel sieht und man sieht die Gäste hier sitzen. Und ja, und wir haben also dann, wenn die Sonne nicht so toll schien wie jetzt zum Beispiel, haben wir mit Scheinwerfern nachgeholfen. Und die Scheinwerfer waren damals riesige Apparate. Und daher haben wir auch nicht drin gedreht, weil natürlich diese Lampen, das waren... Können Sie das sehen? Solche Koffer. Und wenn die hier drin gestanden hätten, wir hätten die Bude abgefackelt, um es ganz ordinär zu sagen. Damals, erzählt er, sei noch auf 35mm Film gedreht worden. Also wie fürs Kino. 10 Minuten Aufnahme kosteten schon 1000 Mark Material. Viel Geld damals. Aber das Ergebnis sei im Vordergrund gestanden, nicht die Kosten, wie heute. Und was auch so interessant war, dass der Schleif, der Regisseur, der kam vom Schnitt. Und man merkte, da war plötzlich ein Mann, der mit Filmen umgehen konnte. Man sieht es auch an den Bildern, die wir gemacht haben. Das ist mir alles erst nachher aufgefallen, wie elegant das arrangiert war. Der hat das also so elegant gemacht mit einer Kameraeinstellung. Und man hat nie gemerkt, dass es langweilig wurde. Der Wolfgang Schleif, der Regisseur, das war halt auch so einer, der einfach seinen Beruf wirklich konnte. Also ein richtig handwerklich, er war dazu auch ein zauberhafter Mensch, also muss ich auch sagen. Schon mit der Kurverwaltung gesprochen? Ja, mit Bühler Höhe und mit Sand auch. 160 Kilo wollen sie uns abnehmen, aber das ist doch zu wenig. Lange Einstellungen, oft 3-4 Minuten lang, ohne Schnitt. Große Kunst sei das gewesen, sagt Plicker. Überall dasselbe Problem. Wassermangel. Seit 5 Wochen ist kein Tropfen Regen gefallen. Und die meisten Aufnahmen, die wir eben, also die den Forellenhof darstellen, wurden im Studio gedreht. Und den Forellenhof, den Sie kennen, den gibt es gar nicht. Hier drin sieht es ganz anders aus. Die Schauspieler waren zwar eifrig hier drin, aber nur zum Kaffee trinken, nicht zum Drehen. Nur zum Schauen kommen jetzt immer wieder Passanten, die sich freuen, dass eine Legende wieder lebt. Ganz schnuckelig. Super. Wir sind ja im Alter, ne? Forellenhof, ne, war ein Begriff. Und wenn man das dann liest, dass der Forellenhof wieder geöffnet hat und man halt hier zufällig im Tal, im Geisttal vorbeikommt, schau, will mal reinschauen. Dass man hier in unserer Gegend eine Serie dreht fürs Fernsehen, das war ja ganz was Tolles. Ne? Und als Kind waren wir da schon ein bisschen stolz drauf. Jetzt ist auch eine Stimmung hier in den Räumen. Man sieht es, wenn man reinkommt schon. Das war halt in den letzten Jahren nicht, leider nicht so der Fall. Und jetzt spürt man es wieder richtig, sozusagen. Das alte Flair ist wieder da.
Mein Vater hat damals bereits die Registrierkassen hier geliefert. Und ich war richtig stolz auf meinen Vater, durfte dann mal mitfahren und habe dann die Originalfilmkulisse hier gesehen. War fantastisch. Hab richtig eine Gänsehaut bekommen damals schon. Und dann weiß einer der Radler noch etwas Besonderes über eine der Hauptfiguren. Der Opa, wo hier gespielt hat. Opa bei Forellenhof, ne? Der war deutscher Meister 1909 mit dem Karlsruher FV, war der Torwart. Ist dann aber später Künstler, Düsseldorf und so weiter und Schauspieler. Eine einzigartige Karriere. Sie sind mir ein lieber Freund, Doktor, wenn wir unten am Stammtisch beim Wein sitzen. Aber gehen Sie mit in Ihre Spritze verbleiben. Das wäre ich rabiat. Sei doch nicht so bockig, Vater. Herr Buchner, ich kann auch rabiat werden. Nimm Holzhammer. Was ist? Was ist denn jetzt schon wieder los? Otto, schmeiß den Kerl raus. Der will mich schlachten, bügeln und frikassieren. Vater, wenn du jetzt nicht vernünftig wärst, dann stecke ich dich in ein Heim für schwer erziehbare Kinder. Wir wollen doch alle, dass du möglichst schnell wieder auf die Beine kommst. Dafür lass nur mich sorgen. Ich kann mich um die Forellenteiche da unten nicht mehr kümmern. Und wenn du jetzt nicht bald gesund wirst, dann werden wir eben die ganze Forellenzucht verpachten müssen. Also, wenn du das tust, mein Junge, da zünde ich dir das Haus über dem Kopf an. Ja, und dann kommst du ins Gefängnis und wir sind dich los. Ich kriege mildere Umstände. Los, Doktor, geben Sie meine Vollnarkose. Und ihn habe ich halt geliebt. Es war auch immer meine Hoffnung, weil als junger Mensch denkt man immer, man stirbt sehr früh. Also habe ich auch gedacht, weil die großen Idole, die wir vom amerikanischen Film hatten, die wirklich guten, sind ja alle auch früh gestorben. Und dann denkt man das auch. Und er war für mich immer ein Trost, dass man vielleicht doch überleben kann, der Dell. Adolf Dell, genannt Adi. Der einzig wirklich badische Darsteller. Chef hat angerufen und hat mich gefragt, ob ich wüsste, wo Sie stecken. Ja, hoffentlich hast du Maul gehalten. Gern, sage Herr Buchner, ich habe nichts von Ihnen gesehen. Aber die halbe Stunde ist um, übertreiben Sie es nicht. Der Kuhmist muss doch auf Ihrer Haut wie Feuer brennen. Ja, ja, das tut er ja auch, aber das ist doch gerade die Heilkraft, Paul. Jetzt gehe ich heute Abend noch mal rein. Und dann morgen früh noch mal. Ja, wenn es doch nicht so grauslich stinken würde. Na ja, deshalb brauche ich nimm mal das Ding da weg. Ja. Deswegen rauche ich doch die Zigarre. Das ist die Räucherkammer. Das war an für sich das Hauptmotiv für den Adi Dell. Und der hat also dort seine Verstecke gehabt für Schnaps und für Wein. Es war ihm von seinem Sohn verboten worden, zu viel zu trinken. Aber er hat es doch mal verstanden, sich dort zurückzuziehen, um dann in aller Ruhe seinen Freuden zu frönen. So, und jetzt können mich die Ärzte kreuzweise. Da hätten Sie jetzt die beste Gelegenheit dazu. Toll. Heute würde man sagen, ein Volksschauspieler. Ja. Aber wirklich großartig. Und lebte. Und er wäre damals schon ein älterer Herr. Ich weiß nicht, wie alt er schon war, aber Bums. Auf den Wanderwegen, direkt hinter dem Forellenhof, ist endlich wieder richtiger Schwarzwaldwinter eingekehrt. Der Weg führt vorbei an den schottischen Hochlandrindern. Auch im Schnee brauchen sie kein Dach, keinen Unterstand. Und die Fischteiche laufen randvoll. Im Forellenhof ist heute Stammtisch. Jäger, Förster im Ruhestand. Vor 50 Jahren spielten sie mit in der Serie als Jagdhornbläser. Mit einem Ständchen für Adi Dell, den alten Buchner, zum Geburtstag. Fritz, komm noch mal, Jäger, ein Jägerchor. Ach du grüne Neune, Weidmannsheil. Es ist für den alten Herrn Buchner, der feiert heute seinen 75. Geburtstag. Da ist das Säbel, da ist der Vater und der Sohn. Also Vater und der Sohn. Der Linke. Jetzt kommt der Baumann, na, jetzt kommt schon wieder. Der Schmidt Paul. Dann kommt mein Vater hier, der Kunze Karl. Der Fenz, der lebt noch, der ist 94 jetzt. Das ist der vierte, der noch lebt, Dietrich. Dietrich. Bei meinem 70. waren es noch 15. Der alte Dengelmann aus Gaggenau ist tot. Der Forstmeister Kleinschmidt lebt auch nicht mehr. Ja. In meiner Preisklasse wird's leer. Und in der Runde ist so, ja, genau. Sind wir noch, ist noch 5 oder 6? 1966 war ich 29. Über 50 Jahre ist es her. Aber an die Sache mit der Schwarzwälder Vesperplatte, die in der Serie damals verlockend vor Ihnen stand, erinnern Sie sich noch ganz genau.
Ah, die Feuchtstoffplatte. Ja, die Feuchtstoffplatte, ja. Ja, da haben sie gesagt, dass keiner da dran isst. Dann wird es ein anderer Gäste noch weitergegeben. Das war natürlich also für uns eine große, das war große Enttäuschung. Aber wir waren uns nicht dran kalt. Der Gelbe hat es alles weggeputzt. bis ich geguckt habe, war nichts mehr da. Also ein zweiter Dreh war nicht möglich mehr. Ganz früher gehörten die Fischzucht der Familie Richter und der Forellenhof noch zusammen. Mein Großvater hatte ja schon damals auch noch das Hotel in Forellen. Fischkultur hieß es damals. Ne? Das war dann natürlich kleiner, das war noch in Kriegszeiten damals. Und ja, ich bin damit groß geworden, ich bin hier aufgewachsen und das war meine Heimat hier. In dieser Folge wird ein Forellendieb gefasst aus dem eigenen Hause. Ja, dieser Dreh, der lief nachts im Kalten. Da war der Dieb, musste ins Wasser gehen. Und dann war mein Vater unterwegs mit Himbeergeist, mit Kirschwasser und hat ihn immer wieder was über. Es war ja kalt auch zu der Zeit. Ne? Da hat ihn immer wieder was eingeschenkt, die Schnäpsel halt, ne? Zur Erwärmung. Ja, das war also, in die Folge kann ich mich auch gut erinnern. Der Lehrling Michel wird erpresst und stiehlt deshalb die Forellen. Michel! Ja? Ist das? Los, komm raus, du Drecksack! Er hat den Forellenhof geschrieben und viele berühmte Serien danach. Heinz Oskar Wuttig. Seine Milieus hat er genau studiert, seinen Figuren aufs Maul und ins Herz geschaut. Das ist der August von Berlin. Ja, das ist er. Und hat sich hier selbst eine Rolle als Berliner Gast und Hundefreund hineingeschrieben. Ja, schon so früh auf. Ach, wir haben schon den ersten Spaziergang hinter uns. August entdeckt den Schwarzwald und ist begeistert. Und Conny hat einen Freund gefunden, das ist schön. Sehen Sie, das war das Buch hier, was er geschrieben hat. Da hat er noch ein Kärtle dazu geschrieben. Er hat ja auch in Berlin gelebt. Ne? Das war ja für ihn hier ja auch eigentlich fremd. Ne? Also Herrn Otto Erich Stenger, das war mein Vater, einen bescheidenen Dank für seine Hilfe und Unterstützung. Mit den besten Wünschen, Ihr Heinz Oskar Wuttig. Das war im September 1966. Und das Buch ist der Forellenhof. Ja, da sind so die ganzen Folgen beschrieben. Ne? Schauspieler noch drin. Und ich durfte so als kleiner Stempke, ich war da glaube ich 7, ja, da kam der Film, 7 oder 8, durfte ich auf die kleinen Hunde der Hotel, der Renngäste, da war ja immer viele Renngäste, durfte ich immer ein bisschen da ausführen im Garten und wurde dann anschließend mit einem riesengroßen Eisbecher belohnt. Durfte dann so alleine, habe ich meinen Tisch eingedeckt mit schöner Tischdecke und dann kam so ein riesen Eisbecher und ich durfte den dann so alleine genießen und es war für mich immer total spannend und prunkvoll. Und dann die Gäste so zu sehen, alle fein herausgeputzt und auch mein Vater ging immer nur mit Anzug, Krawatte und Hut ins Geschäft, immer, jeden Tag. Und man selbst wurde auch immer schön angezogen, wenn man hierher kam, ne? Dann gab es halt dann die Kniestrümpfle oder die Söckchen und die Lackschuhe und den Faltenrock und das Clubjäckchen. Und es war eine behütete, schöne Erfahrung und Welt und ja. 9 Monate sind vergangen seit der Wiedereröffnung. Es ist kurz vor 11. Die Tische warten auf die Mittagsgäste. Das einst heruntergekommene Hotel ist wieder ein Geheimtipp geworden. Eigentlich ein perfekter Sommertag. Nur in der Küche muss heute der Chef selbst an die Töpfe und Pfannen. Es ist überhaupt kein bester Tag heute. Kochkrank. Schneiden wir uns das Schnitzelchen schnell selber. Also wir haben morgen eine Herrengesellschaft. Die bekommen dann 35 Mal geräucherte Forelle. Und danach 35 Mal Tafelspitz mit Bouillon, Kartoffeln und Gemüse. Und da muss natürlich heute der Tafelspitz dann noch aufgesetzt werden und alles vorbereitet. Forellenfilet ist geräuchert, natürlich frisch von unseren Nachbarn. Und das alles ohne Koch. man weiß halt morgens, egal welche Krankmeldung das kommt, dass es irgendwie weitergehen muss, weil die Gäste sind ja da. Man freut sich eigentlich jeden Tag drauf, dass sie auch da sind. Oliver und Madeleine sind Vollprofis und verkraften selbst schlimmere Katastrophen. Also Samstagmittags war Oldtimer-Meeting und um 2:10 geht die Flamme am Herd aus.
Und bis wir erst mal draufgekommen sind, dass wir vergessen haben, Gas zu bestellen, müssten wir 8 Platten schnell kaufen, so Induktionsplatten, damit die Köche weiterkochen konnten, weil Samstagabend, wir waren das Restaurant voll und es geht nichts. Dann hat er eine Stunde gekocht und als es dann richtig losging im Service, hat es ständig die Sicherung rausgehauen, weil komplette Küche dunkel, kein Strom, kein Gas, überhaupt nichts. Also es war schon lustig. Die Eltern der beiden helfen, wo sie können. Madeleines Vater fährt fast jedes Wochenende hierher, über 100 Kilometer. Es kommt immer wieder was vor, dass mal irgendwo eine Glühbirne durchbrennt ist oder eine Türe klemmt oder ein Schlüsselabbruch ist. Oder ja, es kommt mal eine Lieferung mit Wein, wo man in den Keller tragen muss. Wasserschäden? Ja, irgendwann ist mal wieder irgendwo ein Loch in der Decke oder so. Oder man sollte mal die Toilette renovieren oder irgendwelche Sachen. Also da war da ein Loch, hier ein Loch und hier ein Loch. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir es neu. Dann ist alles hier runtergelaufen, mitten in die Halle rein, haben wir mit Handtücher abgedeckt. Und dann haben wir aber trotzdem natürlich den Schaden am Teppich, da wölbt er sich noch. Und ja, dann haben wir es weggemacht. Und da rufen wir halt den Papa. Ja. Der Papa ist unser Allrounder. Wir schreiben immer so ein Büchle, wir haben so ein Vokabelheft, wo wir immer alles reinschreiben, so zum Beispiel 220 neue Glühbirne oder im Flur ist ein Türgriff locker. Und dann kommt er immer mit seinem Werkzeug bepackt und repariert dann immer alles und hat dann Unterstützung von der Mama halt. Die haben einen Tag haben sie dafür gebraucht. Sie war immer schon Kämpferin und hat schon immer geschafft und das alles gemacht. Die wollte schon mit 15 Jahren. Damals wollte sie noch Piercing machen lassen, überall hin. Da habe ich gesagt, du, dann kannst du aber deinen Hoteljob knicken. Also sie war schon ausgeflippt mit 14, 13, 14. Und die hat das schon immer gemacht und sie hat immer gesagt, jetzt, sie macht sich eines Tages mal selbstständig. 1. Dezember wurde eröffnet und 14 Tage vorher haben wir begonnen, hier alles so entstauben, streichen. Und herzurichten. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Oh, mein Engel. Oh, bitte, frisst mir nicht die letzte Mondsärme weg. Entschuldige bitte. Ich bin ein sehr strapazierter Engel. Wenn jetzt noch was passiert. Was heißt noch? War was los? Heute früh gab es keine Brötchen, in der Küche ist die Spülmaschine kaputt. Ha. Und eine halbe Stunde später wäre uns fast das Haus über dem Kopf abgebrannt. Was? Es war viel Mühsal, viel Anstrengung mit dem Forellenhof. Und ist es immer noch. Freie Zeit zusammen haben sie fast nie. Nur am ganz frühen Morgen. Aber bereuen? Wir genießen es. Also wir genießen es morgens schon, wenn wir runterkommen. Und es ist ruhig. Es ist absolute Ruhe. Und der schönste Zeitpunkt ist eigentlich zwischen 6 und 7:30 morgens. Ja. Also. Unser Urlaub ist immer, wenn wir morgens hier draußen frühstücken. Aber mir ist sehr wichtig, dass wir dann auch 20 Minuten Zeit für uns nehmen. Und dann lassen wir aber alles stehen und liegen, sitzen hier draußen, atmen die Luft ein, ist dann schon schön, nehmen uns dann 20 Minuten Zeit zum Frühstücken. Meistens funktioniert's, mehr oder weniger, und dann geht's weiter. Mir war echt nicht dafür am Anfang, aber jetzt packt sie schon, ja. War eine Überwindung für uns. Also in der Mama ist schlecht geworden, wo wir zum ersten Mal das kann ich gar nicht sagen, im Hotel reingelaufen sind, hat sie gesagt, ich glaube, ist schlecht. Ja. Und dann haben sie gesagt, Gott, und Mama kann da nie schlafen. Und wo sie die Küche dann gesehen hat, ist schon noch und schlechter wo sie geworden. Küche gesehen hat, ist schon noch schlechter geworden. Ne? So was habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das war alles so schmutzig und dreckig und halt furchtbar. Also ich sage mal, ohne unsere zwei Mütter und ohne unsere Väter wäre es stellenweise doch extrem holprig geworden. Von dem her sind wir beide ganz froh, dass. Ja. Beide Seiten so unterstützen und da sind. Und also man versteht jetzt eigentlich noch mehr, dass das damals nur mit Familie ging und heute eigentlich auch. 14 Personen. In einer halben Stunde? Gut, wir sind einverstanden und erwarten Sie. Also, Hopp, Hopp, Liebling, ausziehen, anziehen, Betten richten, Wäsche herausgeben, Stummmädel rufen, Küche wecken, Liebling. Wir haben den schönsten Beruf der Welt. In der Serie wie im wirklichen Forellenhof. Es ist ein Leben nur für den Gast. Aber weil es aus vollem Herzen geschieht, tut man es auch für sich. Die 53, ich meine, die große Leidenschaft. Es
das ist halt das eigene und das kann man nicht vergleichen. Da zählt man keine Arbeitsstunde, keine Minute, keine Sekunde. Und wir fühlen uns eigentlich wie frei. Auf einmal ist der Traum da und man realisiert ihn noch gar nicht. Gott sei Dank war die Euphorie da, sonst hätten wir es nämlich nicht gemacht. Also man hätte es gelassen, sonst definitiv. Das war schon, ja, war halt im Kopf drin. Mhm. Und dann hat man gesagt, aus dem kann man was machen. Ja, auch bringen Sie mir auch Forelle. Blau natürlich. Bitte sehr. Die sind doch sicher hier besonders gut und frisch. Blutfrisch, nee, Frau, unsere eigenen Forellen. Wo heute die Faller-Serie gedreht wird, stand früher das Studio für den Forellenhof. Und er war bei beiden dabei. Da scheint die Sonne nicht nur für die Fallers, sondern auch für den Forellenhof. Genauso wie hier. Hier gehen wir weiter, schauen wir mal. Lange war er nicht mehr hier. Aber viel hat sich nicht verändert. Und eigentlich könnte man den Forellenhof hier in dieser Kulissenwelt der Illusionen gerade so weiterdrehen. Als Fortsetzung. Ja, es berührt mich sehr, weil das alles mich an die Zeiten erinnert vom Forellenhof, wo wir 50 Jahre weiter sind. Jetzt kann's losgehen. Kann ich meinen Text? Wie fing mein Satz doch an? Die Inhalte damals, das war das Raffinierte. Der Herr Wuttig hat damals die Bücher geschrieben. Und der hat eben aus den Alltäglichkeiten Geschichten gemacht. Da musste niemand erschossen werden und es musste auch niemand umkommen. Es waren ganz Kleinigkeiten. Ein Wasserhahn, der tropft, und die Reparatur, die daraus entstand, wurde ein Drama. Und die Schauspieler haben mit sehr viel Freude und Lust gespielt. Und man spürte, dass diese Stimmung im Studio und auf dem Bildschirm später da war. Dori, zuerst ins Obergeschoss hinaus, die Zimmer 12 bis 17. Was heute viele Serien ausmacht, Intrigen, Menschen hintergehen sich gegenseitig und die ganz großen Sorgen werden gewälzt. Das hat man damals nicht gehabt und das wollte auch niemand. Und deshalb war es so erfolgreich. Szenenwechsel. Der Badische Bahnhof in Basel. Hier in der ehemaligen Zollhalle hat Helmut Förnbacher sein eigenes Theater. Und die großen Hauptrollen spielt er mit 80 Jahren immer noch selbst. Heute abendfüllend Goethes Faust. Auswendig. Ich bin der Geist, der stets verneint, und das zu Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Der Forellenhof hat ihn berühmt gemacht. Aber niemand, auch er nicht, hätte diesen Triumph für möglich gehalten. Keiner hat es gewagt, von das muss man weitermachen zu reden, bis die alle von diesem Erfolg überwältigt wurden. Und das zeigt ja schon geschichtlich, was der Film gemacht hat. Er hat einen absoluten Meilenstein für die nachfolgenden Serien gesetzt, die dann auch von der Konkurrenz gemacht wurden, vom ZDF. Für die jungen Pächter des Forellenhofs ist vieles von den Freuden und Leiden der Fernsehfamilie Buchner absolut gegenwärtig. Ja, immer noch ein Stück weit aktuell, auf jeden Fall. Die gleichen Schwierigkeiten mit dem Personal immer wieder, die gleichen Situationen mit Gästen. Das wird definitiv auf uns zukommen, aber wir freuen uns riesig drauf. Auch im neuen Forellenhof wird es nur mit der Familie gehen, die mitschafft. Wirtschaft heißt der Wirtschaft. Tag und Nacht, oder? Aber was fällt Ihnen ein? Wir sind doch eine Familie. Da gibt's mal Stunk, da gibt's mal Krach. Aber wenn wir nicht zusammenhalten, na ja, dann kann ich meinen Laden gleich dicht machen. Ah, das habe ich gerne, Leute von der Arbeit abhalten. Komm, trink aus. Die Leute spüren, dass da eine Familie ist, denen es nicht um den Verdienst geht, sondern um die Hilfsbereitschaft und um das Dazusein als Hotel für die anderen Gäste. War Stress dabei natürlich, aber man hatte nie das Gefühl, das machen sie, weil sie 10 Mark mehr kriegen. Nein, das war nicht so. Und das kommt auch heute wieder an. Nicht umsonst haben wir diese ganzen Turbulenzen politisch, weil die Leute mit dem, was jetzt passiert, nicht zufrieden sind. Es ist auch die Sehnsucht nach einer Zeit, die so viel geborgener und menschlicher schien als heute. Ich glaube, da ist viel Nostalgie dabei. Da sind natürlich viele Zuschauer, die das damals gesehen haben und sich wünschen, dass Fernsehen heute immer noch so wäre, die sich freuen, auf diese Weise Erinnerungen an ihre Kindheit noch mal sehen zu können. Ich glaube aber auch, dass man damit Menschen erreichen kann, die es vielleicht einfach mal ein bisschen langsamer angehen wollen, die sich vielleicht genau nach dieser heilen Welt sehnen, die nicht auch noch im Fernsehen Probleme wälzen wollen.